Ich habe eine Mark und kann mir gar nichts merken. Und das ist sehr zum Ärgern. Ach, das erste Mal ist wirklich nicht so einfach. Und zweitens, wenn man immer alles besser weiß. Also morgen gehst du. Und dann werden wir ja sehen. Ich kaufe bestimmt keine Käseschokolade. Ach, also bitte. Hört schon auf. Oh, seht doch mal, was hier auf der Straße alles los ist. Nanu, wo wollen denn die vielen Leute auf einmal hin? Ist denn heute Fußball oder Friedensfahrt? Oder gibt es vielleicht irgendwo Melonenwindbeutel mit Eierpampe? Quatsch. Also das verstehe ich nicht. Das sieht ja fast so aus wie Freitagabend. Freitagabend? Mhm. Na, sieht fast so aus. Die Leute kommen müd nach Hause. Einer langen Arbeitswoche schauen aus der Bahn und denken, was sie noch besorgen müssen, was noch fehlt für dieses Wochenende. Die Zeit ist knapp, der Andrang groß. Warum fährt denn die Bahn nicht los? Wir haben doch noch so viel vor. Im Kindergarten Kinder warten. Bleibt denn bloß die Mutti heut? Die sitzt noch beim Friseur und träumt von Haaren, die ganz wunderschön sind. Denn heute Abend geht sie endlich tanzen. Der Papa führt sie wieder aus zum Hochzeitstag mit Rosenstrauß. Das macht er einmal nur jedes Jahr. Freitagabend ist der schönste, nach einer langen Arbeitswoche. An der Litfaßsäule schaut man, jeder sucht sich aus, was Spaß macht, endlich Zeit, sich richtig zu erholen. Die einen gehen in den Zoo, die anderen spielen Domino.